du bist noch auf der Suche nach günstigen FIFA 17 Coins? Dann check jetzt gerne den ersten Link in der Beschreibung ab. Dort geht's zu meinem Partner FIFAcoin.com und mit dem Rabattcode STAR bekommst du nochmal 5% auf deine Bestellung. In diesem Video möchte ich euch ein paar Sniping-Filter vorstellen, die in den nächsten Tagen ganz gut gehen werden. Beim ersten Filter suchen wir Verteidiger aus der La Liga und wir können hier schon sehen, man bekommt auf jeden Fall jede Karte für 550 Münzen weg und wir werden uns die Karten einfach für 400 Münzen ersnipen, das geht richtig gut im Moment und ich würde sagen, ich hole euch wieder, wenn ich eine Karte bekommen habe. Und hier haben wir dann auch die Karte bekommen für 400 Coins, das ging eigentlich ganz schnell, ich habe circa 20 Sekunden gesniped, bis ich ihn hier bekommen habe und da können wir einfach mal direkt nachschauen, wie viel Coins der wert ist und wir sehen hier, 600 Münzen wurden hier auf ihn geboten, das heißt wir können den so für 650 Münzen reinstellen, das ist ein Gewinn von 250 Münzen mit einer einzigen Karte, die EA-Gebühren müsst ihr natürlich noch abziehen, aber das ist auf jeden Fall trotzdem ein sehr, sehr starker Gewinn. Der nächste Sniping-Filter sieht folgendermaßen aus und zwar müsst ihr in die Bundesliga, dann zu Freiburg und dann schaut einfach mal, was die Spieler da gerade so wert sind. Wir sehen hier, für 850 Münzen bekommt man auf jeden Fall jede Karte weg und wir snipen uns die einfach so für unter 700 Münzen. Und da haben wir eine Karte bekommen für 400 Coins, das ist dann direkt mal ein Gewinn von, ja, circa 350 Münzen. Wir gehen einfach mal auf den Preisvergleich und schauen, wie viel der Gulde hier wert ist. Also wir schauen einfach mal, ja, auf jeden Fall können wir den auch so für 750 Münzen reinstellen. Wird sich ganz, ganz schnell verkaufen und das sind 350 Münzen Gewinn mit einem einzigen Spieler. Und dann kommen wir auch direkt schon zum nächsten Sniping-Filter. Hierzu bleiben wir in der Bundesliga, gehen aber rüber zum 1. FC Köln und die Karten von Köln und Freiburg sind im Moment genau gleich viel wert, weil es eben eine Top-Partie zu diesem Spiel gibt. Und ja, dann würde ich sagen, snipen wir uns hier einfach auch direkt eine Karte für unter 700 Münzen. Und ja, dann hole ich euch rein, wenn wir eine bekommen haben. Und hier kommen auch direkt zwei Karten. Da war ich jetzt leider zu langsam. Aber ich werde einfach noch kurz weitermachen, denn das geht richtig gut. Also mit den Köln- und Freiburg-Spielern kann man echt richtig gut traden. Und hier haben wir direkt eine bekommen für 500 Münzen. Also da kommen wirklich Spieler im Sekundentakt auf den Transfermarkt. Und Lehmann kostet dann sicher auch über 700 Münzen. Und den stellen wir einfach mal rein für 750 Münzen und machen einen Gewinn von 250 Coins. Der vierte und somit auch schon letzte Sniping-Filter spielt sich wieder in der Premier League ab und zwar müssen wir hier Verteidiger snipen und wir sehen hier auch schon, dass eigentlich jede Karte 600 Münzen wert ist und wir snipen einfach für unter 500 Münzen und versuchen da eben eine Karte zu bekommen. Und für 450 Münzen haben wir auch direkt einen Spieler bekommen und zwar Olsen als Linksverteidiger und Außenverteidiger sind meist dann noch mehr wert bei diesem Sniping-Filter hier und ja, den können wir auf jeden Fall auch für 650 Münzen locker reinstellen. Das ist ein Gewinn von 200 Münzen und ich denke mal, das ist wirklich ein guter Gewinn, mit dem man auf jeden Fall leben kann. Das war es jetzt eigentlich auch schon mit den vier Sniping-Filtern. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da und checkt auch noch die Videobeschreibung ab. Und ja, dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFA Stars.